Gar keine Frage, die Zeichen stehen auf einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen den USA und China jenseits eines Handelskriegs. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neuen Woche, zum ersten Handelstag in der neuen Woche. Nachdem die Vorwoche ja sehr erfreulich war für die Bullen, könnte es in dieser Woche etwas schwieriger werden, dürfte es etwas schwieriger werden, wird es wohl auch etwas schwieriger werden, denn das Thema Handelskrieg, das Thema Konflikt zwischen den USA und China, das erreicht neue Niveaus. Wir haben ja zunächst mal heute das Inkrafttreten der neuen Zölle im Volumen von 200 Milliarden Dollar. Nun hat das Wall Street Journal am Wochenende berichtet, China hat die Fortführung der Gespräche abgesagt. Man sieht darin keinen Sinn mehr, sagt, das ist praktisch gar keine es ist praktisch gar keine Gesprächsgrundlage mehr gegeben. Das ist das Erste. Dann kamen Sanktionen noch dazu der USA gegen eine Abteilung des chinesischen Militärs, weil diese russische Waffen gekauft hat. Das passt den Amerikanern nicht. Da wird man dann gleich mal sanktioniert. Also die Welt muss das tun, was die Amerikaner wollen. Das ist der Subtext. Daraufhin hat China den amerikanischen Botschafter einbestellt. Also man sieht da, ist durchaus eine gewisse Spannung erkennbar. Jetzt gibt es einen Bericht von Axios, diesem Washingtoner Insider-Magazin, das wirklich hervorragende Innenansichten aus Washington hat, wonach die Trump-Administration eine gesamte Breitseite gegen China plant. Man will China anklagen in Sachen Diebstahl geistigen Eigentums. Man geht sogar so weit zu sagen, unsere Opioid-Krise, also diese massive Drogenkrise, die in den USA eher selbstverschuldet ist durch eine gierige Pharmaindustrie und ebenso gierige, geldgierige Ärzte, die sei praktisch von China verursacht, weil diese Opioide in China hergestellt seien teilweise etc. etc. soll eine breit angelegte Kampagne sein. Möglicherweise wird Donald Trump jetzt schon in dieser Woche dieses Thema groß aufs Tapet bringen in seiner Rede morgen vor den Vereinten Nationen. Das sind natürlich mögliche Eskalationsmuster, die darauf hindeuten, dass die Sache jetzt schwierig wird. Und da die Chinesen erstens Gegenzölle erhoben haben, zweitens dann weitere Gespräche abgesagt haben, hängt nun das Damoklesschwert über den Märkten, dass möglicherweise Trump dann sagt, ja okay, dann werden wir eben diese weiteren 267 Milliarden Dollar an Zöllen verhängen gegen China und damit wären komplett alle Importe Chinas praktisch bezollt und würden dann eben auch den Konsumsektor massiv treffen, denn das sind dann vor allem Elektronikgüter, die teurer würden etc. etc. Das würde der amerikanische Konsument spüren. In diesem Umfeld sind wir jetzt sozusagen, in diesem Umfeld starten wir in die neue Woche. Die letzte Woche war so ein bisschen geprägt vom Verfall. Oft ist es so, dass dann die Karten neu gemischt werden in der neuen Woche. Das dürfte diesmal auch so passieren. Wir haben, was die USA betrifft, jetzt die Situation, dass wir immer tiefer in die sogenannte Blackout Period kommen, also in die Periode, wo US-Firmen keine eigenen Aktien mehr zurückkaufen können. Und das schwächt natürlich sozusagen die Bullen, wenn dann dieses zentrale Motiv fehlt, das ihnen immer beiseite gesprungen ist, dass eben US-Firmen sich selbst kaufen, wenn man so will, und damit die Aktienmärkte stützen. Wir haben jetzt noch relativ wenig Reaktion auf diesen eskalierenden Handelskrieg, auf diese eskalierende Situation zwischen den USA und China, weil Asien fast durchgängig Feiertag hat, Japan geschlossen, China geschlossen, Südkorea geschlossen, Taiwan geschlossen, es ist nur Singapur und Hongkong am Start, etwa so 1% im Minus, das könnte sozusagen auch das sein, was dann auf den DAX zukommt. Schauen wir uns die Ausgangslage mal an, und dann sehen wir den DAX, wie er es ja geschafft hat, am Freitag über seinen Abwärtstrendkanal, der seit Ende Juli bestand, zu steigen. Wir sind dann raufgegangen, deutlich über die 12.415er Marke. Das war der Schluss auf X-DAX-Basis, hier etwa bei 12.370, jetzt mit fallender Tendenz diese Abwärtstrendlinie. Wir dürften allerdings nach aktueller Indikation schon unter der 12.400er Marke öffnen, 12.385 um und bei, und damit ist die Gefahr, noch nicht die Bestätigung, aber die Gefahr eben da, dass wir hier einen Fehlaufbruch auf der Oberseite haben. Das wird sich heute zeigen, das wird interessant zu sehen, ob der Markt stabil ist und diese Eskalation verkraften kann. Es war ja das Hoffnungsmotiv letztendlich in der letzten Woche, das die Märkte nach oben getrieben hat. Es war das Motiv, ja, guckst du, sie haben doch nur 10% Zölle statt 25% Zölle erhoben gegen China. So schlimm ist das Ganze doch nicht, aber man muss jetzt feststellen, dass das eben eine Blase der Hoffnung war.
die sehr, sehr schnell zerplatzt und jetzt eben die Dinge anders laufen werden. Wie gesagt, nach dem Verfall werden die Karten ohnehin neu gemischt. Interessant wird jetzt eben zu sehen sein, ob der DAX diesen Abwärtstrendkanal, den er überwunden hat, ob er dieses Überwinden verteidigen kann oder wieder reinrutscht in dieses Muster. Schauen wir uns die US-Futures an, respektive die US-Indizes, die auf Future-Basis getaxt werden. Das sehen wir hier. Den Nasdaq 7493, doch schon etwas unter Druck. Der Nasdaq als einziger der großen Indizes, die am Freitag kein neues Allzeithoch erreicht haben. Wir sehen Schwäche im Tech-Sektor und das ist nach meiner Auffassung praktisch ein Indikator dafür, dass es schwieriger wird für die Märkte insgesamt, denn es war der Tech-Sektor, der die Märkte nach oben gezogen hat. Dann folgten die anderen Werte, zuletzt liefen Industrials, Industriewerte also sehr, sehr gut. Wir haben Rohstoffe stark gesehen, Energiewerte stark gesehen, nicht mehr Tech, damit fehlt sozusagen die Führerschaft, damit fehlt letztendlich der Kopf dieser Rallye, wenn man so will. Schauen wir uns den Dow Jones an, der deutlich besser aussieht, jetzt über den Aufwärtstrendkanal hinüber geschossen, aber auch hier eben die Frage und das Problem, möglicherweise ein Fehlausbruch auf der Oberseite. Diese Frage werden wir in dieser Woche beantwortet bekommen, in der ja am Mittwoch die Fed dann ihre Entscheidung bekannt geben wird. Der S&P 500 in diesem Aufwärtstrendkanal 2921. Wir sehen bei allen drei US-Indizes ein Gap nach unten, eben ein kleines Gap, weil eben diese Eskalation zwischen den USA und China der Fall ist. Vor allem, weil China eben die weiteren Gespräche abgesagt hat. Jetzt gibt es auch noch das Thema NAFTA. Auch da kommt man nicht so richtig weiter. Am 1. Oktober ist die Deadline, die Donald Trump gesetzt hat. Jetzt will man im Rahmen der UNO-Vollversammlung miteinander sprechen, hinter den Kulissen, die Zeit wird knapp und wenn auch das nicht klappt, wenn NAFTA nicht klappt und die Eskalation zwischen den USA und China weitergeht, dann wird es sehr, sehr schwierig, vor allem für die Wall Street. Jetzt schauen wir uns Euro-Dollar an, 1,1743, da wenig Veränderung zum Freitag. Wir sehen den Dollar-Index, der hier punktgenau bei der 93,40 nochmal gedreht hat, jetzt allerdings auch in einen Widerstandsbereich kommt, im Bereich 93,90, also hier könnte es schwierig werden für den Dollar. Wir sehen Gold wieder unter der 1200er Marke, Silber 14,21 Dollar und die Öle unterstützt, weil Saudi-Arabien nach den Twitter-Attacken von Donald Trump auf die OPEC gesagt hat, ja, also wir werden, oder die OPEC insgesamt wird die Produktion nicht ausweiten. Wenn eine Produktion nicht ausgeweitet wird, dann wird eben auch das Angebot nicht ausgeweitet. Das stützt den Preis sowohl von WTI 71,57 Dollar als auch von Brent, das fast jetzt schon bei der 80er Marke handelt, dass die Saudis als Zielmarke ausgerufen haben. Sie haben gesagt, hätten wir gerne drüber, über diese 80er Marke, diesen Preis. Also, jetzt wird es eine heiße Woche, das wird eine interessante Woche, es wird eine politische Woche, es wird eine nach großen Verfallswoche. Da wird einiges passieren, es wird für die Bullen deutlich schwieriger werden als noch in der Vorwoche, in der Hoffnung dominierte, in der der Verfall seinen Beitrag leistete. All diese Faktoren fallen jetzt weg, jetzt wird schwieriger. Achten Sie darauf, ob der DAX diesen Ausbruch verteidigen kann, ob der Dow Jones diesen Ausbruch verteidigen kann, ja oder nein. Wenn nein, dann wäre das ein schlechtes Zeichen. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Montag und sage ciao.